So Leute, heute schauen wir uns mal den Sonax Klimapower Cleaner an. Der soll dazu da sein, die Klimaanlage eben im Wagen zu reinigen, unangenehme Gerüche zu beseitigen, und das soll ziemlich einfach sein. Natürlich ersetzt es keine Wartung der Klimaanlage, sondern ist einfach dazu da, Bakterien abzutöten und eben ja wieder einen guten Geruch zu haben. Ja, seit kurzer Zeit habe ich auch bei meinem Wagen gemerkt, dass die Klimaanlage ein wenig müffelt, deswegen habe ich mir das mal geholt, um das zu testen. Und dann schauen wir einfach mal, inwiefern das funktioniert. So, Schritt 1, Dose vor Gebrauch schütteln. Das habe ich schon gemacht. Als nächstes den Motor starten. Motor läuft bereits. Dann Klimaanlage auf kalt stellen, Lüftung auf höchste Stufe und Umluft stellen. Das machen wir dann mal. Also, Klimaanlage starten, auf kalt stellen, low, ist die kälteste Stufe. Dann müssen wir das Gebläse auf die höchste Stufe stellen und natürlich alle Öffnungen der Lüftung öffnen. Und natürlich nicht vergessen, Umluft aktivieren. So, zweiter Schritt ist die Sitze nach vorne stellen. So, die Sitze sind alle ganz vorne. Nun können wir einfach das hier aktivieren, dann sofort aus dem Fahrzeug entfernen und die Türen schließen. Während die Dose im Fahrzeug sprüht, warten wir einfach jetzt 15 Minuten. So, wir sind nun über 3 Minuten, aber die Dose hat aus irgendeinem Grund aufgehört zu sprühen. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Wir warten nun die 15 Minuten ab und dann schauen wir mal weiter. So, die 15 Minuten sind rum. Ja. Boah, also das Auto riecht wirklich sehr intensiv. Und der nächste Schritt ist erstmal alle Türen zu öffnen und ja, den Wagen somit auszulüften. Nun steht hier leider nicht, wie lange man den Wagen auslüften soll, aber ich bin ziemlich zuverlässig, dass das einfach so lange sein soll, bis man ohne Probleme in das Fahrzeug einsteigen kann, ohne dass der Geruch zu intensiv ist. So, der Wagen ist ausgelüftet und jetzt können wir das Ganze erst einmal begutachten. So, mein Wagen riecht wieder super frisch, also von diesen alten, müffligen Gerüchen merke ich überhaupt nichts. Aber ist auch klar, ich habe ja eben erst die Dose hier eingesprüht. Das Wichtige ist jetzt natürlich, wie lange hält dieser Duft an und kommen die alten Gerüche wieder. Es gibt natürlich verschiedene, ja, Gerüche. Ich habe hier Tropical Sun genommen. Ja, ich wollte das einfach mal testen. Riecht auf jeden Fall ziemlich gut. Deswegen würde ich erstmal sagen, das war's für das heutige Video. Und dann melde ich mich einfach im Laufe der Zeit mal wieder bei euch. Deswegen war's das für heute erst einmal.